Der Schwerpunkt der Forschung ist das Virtual Brain oder das Motto der Professur könnte man auch nennen, Big Data Need Big Theories. Und was steckt dahinter? Ich habe in der Vergangenheit mit Partnern zusammen eine Informatikplattform aufgebaut, das Virtual Brain. Und mit dieser Informatikplattform kann man Gehirne simulieren von Mäusen, von Affen und von Menschen und experimentelle Daten in diese Modelle integrieren und so die Modelle personalisieren. Das bedeutet sehr viel. Ich bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Und ich denke, dass das Team und auch meine internationalen Kooperationen sehr stark davon profitieren können. Ich sehe gute Synergien zu der Forschung, die ich bereits betreibe, auch mit internationalen Konsortien, zum Beispiel die Digital Health Data Plattform. Wir beantragen gerade ein Projekt zum EU Flagship Human Brain Project und da geht es um ganz ähnliche Fragen, nämlich dass klinische Daten aus den verschiedenen Krankenhäusern weiter geschützt sind, also die Privatsphäre der Patienten soll nicht berührt werden, aber trotzdem sollen die Informationen zentral zugänglich gemacht werden für Wissenschaft. Also wir forschen bereits auf dem Gebiet von Schlaganfall, Gehirntumoren, Alzheimer's Disease und Epilepsie. Und zwar steckt dahinter, dass wir mit dem Virtual Brain Struktur und Funktion zusammenbringen können. Das heißt, wir können die Verbindung zwischen Struktur und Funktion erforschen und die Mechanismen erkennen, die praktisch beides verbinden. Und die Mechanismen, das sind dann wiederum die Ansatzpunkte für interventionelle Therapien oder aber auch um zum Beispiel das Outcome, das funktionelle Outcome für den individuellen Patienten vorhersagen zu können. Und das Ziel, die große Vision ist, dass Behandlungen in Zukunft am digitalen Doppelgänger eines Patienten geplant werden können. Das Spezielle am Virtual Brain ist, dass es uns Möglichkeiten liefert, Forschung effizienter zu machen. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Es gibt ja sehr viele Wege, wie wir Forschung effizienter machen könnten. Beim Virtual Brain geht es darum, die Kenntnis von Computermodellen, von Theorien zu vertiefen. Das heißt, dass wir die Theorie hinter den experimentellen Daten kennen, dass wir die Simulationstechnologie verbessern, das heißt, dass man sehr viel effizienter und schneller komplexe Simulationen machen kann. Und zum Dritten, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, dass Studien, dass Forschung komplett reproduzierbar wird. Und das ist im Virtual Brain jetzt auch schon so gegeben.